Grüezi miteinander. Mein Name ist Bernhard Lüthold und ich bin von der Solid Solutions AG. Hier sehen Sie ein paar Beispiele von den erweiterten Simulationsmöglichkeiten auf unserer 3D Experience Plattform. Wie Sie diese nutzen können, und das natürlich direkt aus unserem SolidWorks, zeige ich Ihnen in diesem Video. Wir sind in unserem geliebten SolidWorks und aktivieren jetzt die PLM Services. Danach müssen wir uns an der Plattform anmelden und einen Arbeitsbereich auswählen. Sie sehen jetzt eine Abbildung von der Baugruppenstruktur, wie sie auch im SolidWorks dargestellt wird. Als nächstes werden die Daten auf die Plattform hochgeladen. Diese sind jetzt in einer sicheren Umgebung und auf der Plattform verfügbar. Betriebssystemunabhängig können Sie sich über einen Browser an der 3D Experience Plattform anmelden. Über den Kompass sehen Sie die verschiedenen Rollen. Und in jeder Rolle haben Sie verschiedene Apps, die Ihnen zur Verfügung stehen. Jetzt kann das Dashboard Ihren Bedürfnissen angepasst werden. Dazu können Sie die nativen Apps direkt mit Drag and Drop auf dem Dashboard platzieren. Sie sehen meinen Arbeitsbereich und meine SolidWorks-Dateien. Ich werde noch ein weiteres App platzieren, zum Beispiel die 3D Play. Für die Simulation verwende ich das Strukturmodell. Wenn ich dieses App starte, wird eine lokale Applikation aufgestartet. Ich möchte eine Struktursimulation erstellen. Im unteren Bereich finden Sie alle nötigen Befehle, damit die Simulation aufgebaut werden kann. Auf der linken Seite ist der Befehlsmanager mit unserer SolidWorks Baugruppenstruktur. Wir haben die Simulation bereits fertiggestellt. Sie sehen hier die Vernetzung sowie die Randbedingungen wie Einspannungen und Lasten. Kommen wir doch direkt zu den Ergebnissen. Sie sehen, wie die Platten diesen Stahlring zusammendrücken. In dieser Simulation haben wir es mit komplexen, nichtlinearen Kontakten zu tun und das Material ist im plastischen Bereich. Sie sehen also, wie gut wir mit diesen hohen Anforderungen umgehen können. Am Schluss werden wir noch die Kraft ermitteln, die wir für diesen Prozess benötigen. Und was ist, wenn die Geometrie ändert? Und wie verhält sich dann die Reaktionskraft? Springen wir doch nochmals in unser SolidWorks und machen eine Anpassung an der Baugruppe. Wir verwenden einen anderen Stahlring. Nachdem der neue Ring platziert wurde, werden die Daten über die PLM Services aktualisiert. So ist immer sichergestellt, dass der Workflow eingehalten wird. Die Daten sind jetzt auf dem neuesten Stand und das Netz kann nochmals erstellt werden. Sie sehen jetzt beide Varianten mit dem jeweiligen Netz. So können wir das Szenario einfach kopieren und nochmals durchrechnen. Auch mit dieser Geometrie haben wir keine Konvergenzprobleme und können die Reaktionskraft einfach ermitteln. Diese Ergebnisse können jetzt auf der 3D Experience Plattform bewundert werden. Dazu verwenden wir die
3D Play. Sie können natürlich Ihre Teammitglieder auf diesen Arbeitsbereich mit verschiedenen Zugriffsrechten einladen. So können die Ergebnisse nochmals heiß diskutiert werden. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Einblick in unsere 3D Experience Plattform geben. Sie haben jetzt aber sicher noch Fragen. Darum kommen Sie einfach auf uns zu.